Da sind wir wieder. Ich glaub, zurück. 90 Tage. 90 Tage. Ist es jetzt echt schon wieder 10 Tage rum? Plus minus 2. War es 90 Tage? Star Wars. Oh ja, puh. Alter Schwede, ey. 90 Tage und dann wird sich echt entscheiden. Altersbeschränkt. Ab wie viel Jahren ist er? 12. Oh, fuck. Ich hätte, ja, mein, der ich hätte auch den, meinem Sohn den feuchten Traum. Nee, der erste, es ja, gibt nicht ganz Sohn. Verschiedene. Ich habe meinem Sohn ist 6 und ich habe mit ihm den ersten, weil ich habe eine Box gefunden, wo er ab 6 ist. Und ich weiß, dass ich im zweiten damals drin war, im Kino, weil er ab 6 war. Und der ist aber auf DVD inzwischen nicht mehr ab 6. Empire Strikes Back war nicht ab 6. Nee, doch, du kannst nachgucken, du findest beide Infos gelistet, die FSK und die UV, was, whatever, aber er war ab 6, weil meine Eltern hätten das nie erlaubt. Aber das würde mich jetzt mal interessieren, also du hast einen Sohn, der ist 6, weil ich habe einen Sohn, der ist 2,5, Schröcksohn ist 2. Knapp 2. Wie gehst du ran an das Thema? Was zeigst du ihm? Ich kann es kaum erwarten. Ich habe, glaube ich, Star Wars gesehen, da war ich auch 5, 6 ungefähr. Und auch Zurück in die Zukunft und viele Sachen halt aus den 80ern, logischerweise. Aber ich kann es kaum erwarten, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wie gehst du das Thema an? Es ist ein gutes Thema, weil ich da mit meiner Frau auch Diskussionen habe, weil sie sich auf diese Zahl verlässt. Aber wir als Menschen, die auch videospielmäßig da viel mitkriegen, wissen, das ist dann irgend so eine Runde, wo, glaube ich, ein Pfarrer und eine Erzieherin und was weiß ich. Und ich finde es ganz wichtig, dass die Leute, die das machen, selber Kinder haben. Und ich habe gemerkt, bei mir. Du meinst, wie die Altersfreigabe zustande kommt? Ja, ob ich denen sowas überhaupt zeigen kann, weil ich will ja auch nicht, dass die irgendwie. Es wird ja auch beim zweiten Teil. Ich rede übrigens, wenn ich vom zweiten Teil spreche ich von Empire Strikes Back. Genau. Wird ja auch eine Hand abgehackt oder sowas. Und nicht, dass der dann traumatisiert. Mich hat nämlich als Kind zum Beispiel Indiana Jones diese Szene mit dem Kalima. Ja, der war auch ab 16, ne? Das ja, aber so den habe ich vielleicht mit 13 gesehen und hätte ihn besser nicht gesehen, weil er hat mich echt mitgenommen. Da haben wir ja neulich einen Audioflick zugemacht. Oh, jetzt habe ich verraten. Ist noch gar nicht raus. Spoiler! Egal, auf jeden Fall haben wir da neulich einen Audioflick zugemacht, jetzt ist eh egal. Und da haben wir genau darüber geredet. Andi, Daniel und ich haben den nochmal geguckt, wie unglaublich düster und verhältnismäßig brutal. Krass und brutal Tempel des Todes ist. Ich finde ihn aber, da bin ich, glaube ich, ganz allein auf der Welt, den besten Indiana Jones. Nee. Ich finde es den Anfang schon. Aber das Andi ist da voll bei dir. Ist eine andere Diskussion. Aber was ich mache, ist, dass ich erstmal gucke, ich merke nicht, meine Kinder sind verschieden. Ich kann meiner Tochter, die 8 ist, gibt es Filme ab 6, die ich ihr lieber nicht zeige, weil ich weiß, das findet sie beängstigend. Hm. Ich suche gerade das deutsche Wort. Und bei meinem Sohn bin ich mir eigentlich sicher, dass ich mit ihm auch schon den letzten Star Wars, weil er ist so Star Wars, er träumt, atmet und riecht Star Wars und ich habe ihn nicht da drauf geschubst. Es kam durch Lego Star Wars. Und durch Lego Star Wars, er hat Lego Chima erst und dann hat er irgendwann gemerkt, wenn er die Lego-Heftchen, ist so seine Lieblingsbeschäftigung, so Lego-Heftchen durchzugucken, kam Star Wars und dann hat er irgendwann gefragt, wer ist das? Und dann will er auch alles wissen. Also er wird ein Nerd, glaube ich. Weil er dann so, ja, aber wie viel Macht und ist der Yoda, von wem hat der das dann gelernt und so. Und ich bin dann manchmal voll überfragt und ich habe ihm jetzt ein bisschen für mich so Nerd-Hefte gekauft, wo Raumschiffe und alles so, weißt du, so Querschnitte und so ein Scheiß. Aber jetzt nochmal auf die Frage. Und ich mache so, dass ich angefangen habe, nachdem er gesagt hat, er findet es so geil, habe ich nachgeguckt und habe mich erinnert, wie ist denn das, der ich bin ja auch damals mit 6 in Das Imperium schlägt zurück im Kino gewesen mit meiner Mutter damals. Und dann habe ich zu meiner Frau schon gesagt und zu ihm, hey, wenn du Geburtstag hast, dann gucken wir den Star Wars. Und dann habe ich gedacht, eigentlich schade, dass ich mit dem zweiten anfange. Und dann habe ich gemerkt, bei meiner Box. Aber warum denn nicht mit dem ersten? Genau, dann habe ich gemerkt, dass der erste ab 6 ist und in meiner Box der zweite ab 12. Und dann habe ich gedacht, okay, den zweiten habe ich ihm schon versprochen, jetzt gucke ich auf jeden Fall den ersten und den zweiten mit ihm. Und die habe ich beide geguckt. Und? Ja, Hammer, ohne Ende. Er redet nur davon. Und er möchte den dritten gucken. Und da habe ich natürlich gedacht, das wäre so perfekt. Ja, warum machst du es nicht? Wenn ich mit ihm ins Kino gehen könnte am Ende des Jahres und den neuen mit ihm angucken kann. Und das aber ich glaube nicht. Ey, vielleicht, also A, in Holland habt ihr nicht irgendwie hier mit Begleitung Erwachsener? Bestimmt. Das wäre nicht das Problem. Es geht mir wirklich darum, ich habe ja auch ein pädagogisches Ziel mit meinem Kind. Und es gibt ja übrigens in Holland auch nichts älter als 16. Also weder nackt Sexfilme. Das ist das Höchste, was es gibt. Gibt nichts, was höher ist als 16. Ey, das ist so traumhaft. Ich weiß noch. Du darfst doch jetzt überall rein, Schröckwurm. Ja, aber trotzdem damals. Ich habe Texas Kettensägen Massaker 2, den gab es hier in Deutschland gar nicht. Den habe ich in Holland gefunden. Mit so einem, ich weiß nicht, wie eure Bewertungsstelle da heißt. Auf jeden Fall stand da halt das Legal ab 16 drauf, weil. Die Holländer haben den mal als Actionfilm klassifiziert. So. Das war gar kein Horrorfilm. Das war ein Actionfilm. Bumm.
Aber es gab auch keinen, es gibt nichts, wie gesagt, auch ein Horrorfilm, auch selbst, das ist ja das, wo ich dann selbst manchmal ein bisschen merke, dass der Deutsche mir rauskommt, wenn ich mit meinen Kindern durch den Mediamarkt laufe, das ist so ein Korb, wo man halt echt so die, aber wir kommen wieder bei dem Thema, was ich eigentlich was nicht anspreche. Ich finde es faszinierend, dass obwohl du den Film selber kennst und selber auch weißt, dass er damals ab 6 oder so war, was ja auch zeigt, wie willkürlich diese Alters diese Kennzeichen sind, weil mal also ab 6, mal also ab 12, aber trotzdem hältst du dich mehr oder weniger dran? Nee, ich halte mich ja nicht dran, weil dann hätte ich mit ihm den zweiten nicht gucken können, weil da steht inzwischen auf der Packung. Ja, aber er war mal 6, das meine ich ja. Und ich, der Rückkehr der Jedi-Ritter, der ist ab 12, aber da weiß ich nicht, den muss ich mir einfach nochmal wieder angucken. Wieder eine gute Entschuldigung, weil da das Rancor, da ist glaube ich irgendein so Typ, der dann so, mit sowas hatte ich als Kind immer Mitleid. Schwein wird gefressen. Wird gefressen und ich weiß nicht, ob ihm das, ich glaube, dass es ihm überhaupt nichts ausmacht. Er findet alles gut. Aber was soll's denn noch machen? Dann schläft er halt eine Woche schlecht. Nee. Aber ich habe auch schon hat's zu meiner Frau geschadet? Gesagt, ich werde mir wahrscheinlich bald, ich werde bald mit gucken. Ja, guck mal, vielleicht kommen wir heute auf das große Geheimnis von Grumpy Eden. Ja, es kann sein. Aber du bist immer noch sauer, dass das arme Schwein vom Rancor zerfleischt wurde. Ja, es hat sicherlich irgendwas in mir bewegt oder so. Am schlimmsten als Kind, also eine der schlimmsten tatsächlich Kindheitserinnerungen an Filme hatte ich tatsächlich, das war ein Film, glaube ich, den ich sogar sehen durfte zu dem Zeitpunkt, war der sterbende E.T., der völlig bleich und abgemagert und mit Schläuchen irgendwie. Ja, da haben wir alle geweint. Das fand ich furchtbar. Das fand ich. Das ist bis heute ein Bild in meinem Kopf. Dieser röchelnde, sterbende E.T., boah, ganz schlimm. Aber oder der Krebsrote, der da am Fluss liegt. Also ich habe mit E.T. ja auch. Ich hatte so Schiss am Anfang. Ja. Also wenn er das Vieh zum ersten Mal in dem Feld sieht, ich wollte und er streckt so seinen gucken. Hals so raus und der leuchtet ihm in der Taschenlampe an, dann kommt dieses komische Geschrei. Tut mir leid. Das ist ein gutes Beispiel. Den wollte ich mit meinen Kindern gucken, meiner Tochter. Der ist sogar ohne Altersbeschränkung. Und ich habe ihn auf Deutsch gehabt. Und sie fanden ihn scary und wollten, dass ich ihn ausmache. Und zwar bevor der E.T. dann hier einen telefonieren und so. Und ich so, hey, das wird noch gut. Und sie, nee, wir wollen es nicht gucken. Aber ich dachte, was mache ich eigentlich? Ich raus damit. Ja, das ist halt, ich habe neulich meiner Nichte, die ist jetzt 7 geworden, also war sie da 6, zum Einschlafen wollte ich ihr eine Geschichte erzählen. Dann hat sie gesagt, Onkel Eddie, erzählst mir eine Geschichte. Und dann habe ich ihr eine Geschichte erzählt. Und zwar war das eine Geschichte von, ich dachte so, okay, ich habe einfach so improvisiert und habe dann irgendwie erzählt von einem Ritter, der die Prinzessin aus dem Turm befreien muss, wo ein fieser Drache sie bewacht. Ja. Und dann habe ich dir erzählt und war voll stolz und dachte so, du bist echt ein guter Onkel, erzählst hier super Kinder-Stories. Gehst raus und dann kommt die wirklich mit Tränen in den Augen, 5 Minuten später zu ihrer Mutter getröpft, zu meiner Schwester. Ich kann nicht schlafen, Onkel Eddie hat mir eine schlimme Geschichte erzählt. Und ich sitze so da völlig geschockt und denke so, oh Gott, ich schlimmer Mensch. Weil einfach nur die Vorstellung, dass ein Ritter gegen einen Drachen kämpft, war schon zu viel im Prinzip. Das war ihr zu düster. Es hätte aber auch was ganz anderes sein können. Es ist so irrational. Es lässt sich eben nicht so einfach. Man kann es echt teilweise auch nicht einordnen. Die können auch vor Mickey Mouse Angst bekommen auf einmal. Das muss einfach nur doof laufen. Ich habe dann auch gesagt, da musst du jetzt durch. Ich erzähl dir das nächste Mal, dass der Drache gewonnen hat. Und die ganze Familie gestern das Dorf ausgerottet. Nein, Quatsch. So, komm mit. Entschuldigung. Ich kann kurz fassen, was ich als letztes gesehen habe. Soll ich? Du willst jetzt noch erzählen, was du als letztes gesehen hast? Terminator Genisys. Und? Jetzt bin ich gespannt. Unfassbare Scheiße. Ja, komplett. Ich habe den ja 2 Versuche, weil beim ersten Mal habe ich nach der Hälfte ausgemacht. Dann habe ich auf Netflix, Netflix USA, habe ich entdeckt, dass es Terminator 1 gibt. Hab Terminator 1 angemacht, den Anfang gesehen, habe wieder so Bock gekriegt und habe gedacht, Moment, die haben doch den, jetzt will ich direkt noch mal Terminator Genisys zum Vergleich sehen, weil die ja den Anfang nachgedreht haben. Und wollte mal drauf achten, was James Cameron hinkriegt, was der andere Typ nicht hinkriegt. Und dann habe ich mir halt noch mal, mit Terminator Genisys angefangen und dann habe ich so ein bisschen geskippt, die Parts, die ich schon kannte, und habe dann tatsächlich das zu Ende geguckt. Und ich fand den einfach wirklich, ich fand ihn wirklich schlecht. Und wie verglichen mit dem vorigen, mit Christian? Salvation. Ja. Ein Level. Also ich finde Terminator Salvation geht für mich kaum als ein Terminator durch. Eben. Und der ich fand den noch so besser. Ich fand ihn scheiße, also im Großen und Ganzen. Aber wenn ich da nochmal klassifiziere, fand ich den eigentlich okay, weil die haben zumindest nicht versucht, die haben nochmal im Grunde so Fan-Service. Ja, aber der Fan-Service, der geht irgendwie eine halbe, vielleicht dreiviertel Stunde. Und danach kommt nochmal so ein. Ja, danach, das war nicht gut, aber ich fand es viel besser als diesen Salvation. Ja. Und ich fand ihn, glaube ich, sogar auch besser als den mit der alten.
Also. Nee, also den dritten fand ich schon noch besser. Echt? Ja, den dritten fand ich auch noch besser, weil da saß ich am Ende da und wollte eigentlich jetzt und hab gedacht, oh, jetzt wäre es ja eigentlich cool zu sehen, was jetzt danach noch passiert. Und bei Genesis wollte ich eigentlich. Warum nicht mal in Wilden Westen eigentlich? Warum nicht den Ur-Ur-Ur-Opa oder sowas? Aber ey, es da kommt Westworld. Aber kommt da ein Remake. Ja, ich weiß. Eine aber Serie. Da kamen ganz viele. Hast du gesehen? Eine Serie. Eine Serie wird's, stimmt. Bei Terminator Genesis waren ganz viele totale Ungereimtheiten. Zum Beispiel, dass dann, Spoiler, aber das ist ja auch im Trailer drin, John Connor der Bösewicht ist und die beiden befreit, Jay Courtney und Khaleesi. Und er läuft mit denen und die fahren im Aufzug runter. Und du weißt, er kann sich in alles verwandeln. Ja, weil, ja mit sowas musst du ja nicht. Ja, aber er könnte es genau da beenden. Was ist die Mission einer effektiven Tötungsmaschine? Und vor allen Dingen, und was ist vor allen Dingen, in dem Moment, wo Sarah Connor erfährt, ja, und jetzt nimm mal Linda Hamilton, Sarah Connor, in dem Moment, wo sie erfährt, pass auf, du bringst nicht den Führer der Rebellen auf die Welt, sondern du bringst den Anführer von Skynet sozusagen auf die Welt. Das Erste, was Linda Hamilton macht, echt, alles klar, okay. Ja. Die wird sich sofort umbringen. Das Thema ist erledigt. Welt ist gerettet. An Linda Hamilton als absolute Märtyrerin. Aber ey, das ist doch gar keine Frage. Also, du kannst, wenn du die Welt und. Nein, und sie schlägt es ja am Ende selber vor, wo sie die Fabrik in die Luft jagen will. Sagt sie, komm, jag sie in die Luft. Wir sind zwar alle hier, aber dann ist das Thema erledigt. Aber das hätte sie auch schon in jeder Sekunde davor machen können. Die Welt retten, indem sie einfach aus dem fucking Hubschrauber springt oder so. Also ich habe mich gestern bei Bonjour um Kopf und Kragen geredet, aber ich werde den Teufel tun, jetzt anfangen, Terminator Genesis zu verteidigen, was ich irgendwie unfreiwillig seit ein paar Minuten mache. Na, ach du, ich finde jetzt auch, muss auch sagen, ich finde Salvation schlimmer. Bitte? Ja, okay. Ich finde auch etwas besser als den Salvation. Aber das ist ungefähr wie Dünnschiss mit einem festen Haufen zu vergleichen. Und genau. Ja. Das wieder gut. Gestern werden. Schöne Metapher. Aber wo wir jetzt gerade, also wir haben das, was wir das letzte gesehen haben, haben wir jetzt mal abgehakt. Wir müssen noch einmal kurz darauf hinweisen, denn morgen früh am 18.09. um 10 Uhr läuft unser aktuelles Preview-Gewinnspiel aus. Also es geht darum, was wir als nächstes sehen können, denn wir haben zusammen mit Universal eine Verlosung zu The Wizard. Wir machen wieder ein Preview hier in Hamburg. Am 22.09. mit der Social Movie Night aus Berlin, also mit dem Robert von DVD-Kritik, der kommt zusammen mit Patrice hier nach Hamburg und wir gucken uns quasi The Wizard an. Und ihr habt quasi. Das ist der neue Film von M. Night Shyamalan. Genau, der neue Film von. Der Rezession gehört auf dem Weg hierher. Ja, und? Ich will, die Bewertungen waren durchwachsen, aber ich will ihn unbedingt sehen, weil er scheinbar so zwischen Comedy und Horror. Ja, das kann ich bestätigen. Also ich muss sagen, so das allgemeine Feedback ist ja jetzt bisher nicht schlecht. Also, viele Leute sagen auf jeden Fall, das ist der beste Shyamalan seit lang und seit Jahren. Was jetzt halt in Anbetracht von Last Airbender und After Earth nicht sehr schwer ist oder halt nicht so die positivste Aussage oder höchste Aussage ist. Aber ja, ihr könnt diesen Film gucken. Ihr habt bis morgen 10 Uhr früh, habt ihr noch Zeit, euch bei diesem Google-Dokument quasi anzumelden, euch anzumelden und einzutragen. Und dann könnt ihr zusammen mit den Jungs von der Social Movie Tour und mit uns ins Kino gehen am Dienstag, den 22.09. Ich hoffe, Alvin hat die URL hier unten nochmal eingeblendet. Ansonsten findet ihr auf unserem Blog auf rocketbeans.tv findet ihr auch nochmal alle Infos dazu. So viel dazu. Und jetzt zu den Sachen, die diese Woche im Kino starten. Machen wir schnell, weil wir wollen ja noch jede Menge andere Scheiße. Ich habe eh nichts gesehen. Also ein Film, der diese Woche im Kino anläuft, ist vielleicht für Freunde des deutschen Kinos ganz interessant. Ich und Kaminski heißt der, mit Daniel Brühl. Da spielt er einen Kunstjournalisten, der halt versucht, mit einem Enthüllungsbuch über den Maler Kaminski, der als blinder Maler irgendwann mal berühmt geworden ist, die Sensation zu landen und halt groß Karriere zu machen. Und er schafft es, diesen Maler Kaminski quasi in seinem Rückzugsort ausfindig zu machen, indem er halt unter anderem auch die Haushälterin schmiert und so weiter und so fort. Und naja, kriegt halt Kontakt zu Kaminski und freundet sich halt mit dem an und kriegt ihn den Mann dazu überredet, auf einen Roadtrip durch Europa zu gehen. So sieht ungefähr. Interessant aus. Hast du ihn schon gesehen? Ich habe ihn leider noch nicht gesehen. Ich habe nur so ein bisschen hier und da mal Clips gesehen. Also ich musste mir aus Recherchezwecken so ein bisschen was angucken. Aber ich fand halt Brühl als diesen schnöseligen, selbstüberschätzenden Emporkömmling, wie halt aber auch den Darsteller von dem Kaminski, die fand ich beide recht interessant, was ich so anhand von verschiedenen Presseclips irgendwie sehen konnte.
Und das ist der Regisseur von Goodbye Lenin, mit dem Daniel Brühl jetzt irgendwie zum ersten Mal seit 12 Jahren wieder zusammenarbeitet. Und es basiert halt auf einem Buch von dem, wie heißt der? Herrn Lehmann Autor, glaube ich. Stand da gerade, aber ja. Ich hab schon mit. Ja. Und ja, ist halt so Charakterstudie von so zwei Menschen, die so ein bisschen unter Selbstüberschätzung leiden. Und ich glaube, das könnte doch ganz interessant werden. Also das ist auf jeden Fall ein Film, den würde ich mir auch mal, wenn er irgendwie auf Sky läuft oder auf, keine Ahnung, Netflix irgendwie zu erhältlich ist oder so, würde ich mir den, glaube ich, auf jeden Fall mal angucken. Weil ich es dann doch ganz interessant finde. Ja. Dann läuft diese Woche der zweite Teil von Sinister an. Ja. Was soll man dazu sagen? Sinister. Es geht diesmal um eine alleinerziehende Familienmutter, die restauriert auf dem Land eine alte Kirche und ist mit ihren beiden Söhnen vom Ehemann, der sie irgendwie auch geschlagen hat, abgehauen. Naja, und versucht jetzt quasi da so ein neues Leben aufzuziehen. Und in der Kirche finden halt diese beiden Jungs, oder im Keller von dem Haus, in dem sie wohnen, finden die beiden Jungs halt die berühmte 8mm Filmkiste. Und plötzlich tauchen halt so ein paar Geisterkids auf und überreden einen der beiden Zwillinge oder der Brüder, sich diese Filme anzugucken. Kennt man ja aus dem ersten Teil. Habt ihr den ersten gesehen? Nee. Nee? Naja, und mit der Ansicht der Filme wird quasi ein Monster genährt, das Bugul heißt. Moment, im ersten Teil waren die doch alle im Garten erhängt oder irgendwie so. War das der? Ja, das waren halt so. Nee, ich glaube, jetzt verwechselst du es mit Conjuring. Ach ja. Ja. Also im ersten Teil war es auch so, Ethan Hawke findet halt auch diese Kiste mit 8mm Filmen oder Super 8 Filmen, was auch immer, welches Format das ist, guckt sich die halt an und so langsam tritt halt dieser Dämon, dieser Bugul immer mehr in seine Welt. Und hier ungefähr ist das gleiche Prinzip, er erzählt eigentlich nichts Neues, packt halt wieder so Snuff-Filme da rein und in dem Moment, wo ein Kind drin vorkommt, ist doch schon klar, was, also wer überlebt. Eventuell mit dem 100 Millionen, dass der Rotzlöffel nicht stirbt. Ja. Ja. Das ist so. Eine Aussage, die kann ich jetzt nicht tätigen. Also, ja, aber du weißt, dass es stimmt, was ich sage. Auch darauf kann ich keine Antwort geben. Aber du weißt es. Also, hast du ihn gesehen? Hast du ihn gesehen? Ich habe ihn gesehen, aber ich will auch nicht zu viel spoilern. Also, aber es stimmt, du weißt es. Fandest du ihn denn gut? Ich fand ihn nicht gut, nein. Okay. Ich fand ihn sogar mit einer der größten Horrorenttäuschungen dieses Jahr, neben The Gallows. Und es ist halt so eine typische Blumhouse-Produktion, also die Jungs, die halt Insidious und all die ganzen anderen Sachen machen. Hier und da ein paar Jumpscares, da haben sie sich bei Lights Out bedient und hier laute Soundattacken und so weiter und dazu wirklich wieder mal so viele Dummheiten aneinandergereiht, dass mir das halt den Spaß an diesem Film halt dann nimmt. Ich finde, der Look ist auch echt billig. Es sieht echt nicht schön gefilmt aus. Ja. Was mich gefreut hat hier, dass hier diese Shannon Sossamon irgendwie, dass die mal wieder zu sehen ist. Und naja, was willst du erwarten? Ich meine, der Film, den ersten, den mochte ich eigentlich doch ganz gerne. Der zweite Teil ist inszeniert worden von einem Mann, der hat einen Film gemacht namens Citadel. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du den auch. Da geht es um so einen Mann, der sein Kind aus einem Hochhaus retten will. Den fand ich eigentlich ganz cool von der Atmosphäre her. Und deswegen hatte ich auch ein bisschen Hoffnung in den zweiten Teil, dass er nicht ganz verkehrt wird. Aber das ist so, ja, routiniert, runtergenudeltes irgendwie Standard-Horror-Kino, wie es jetzt momentan alle 2 Wochen rauskommt. Ja. Ist leider nicht mehr das, was mich irgendwie vom Hocker reißt. Also ich meine, ich glaube, es gibt genug Leute, die das noch cool finden, aber mich reizt es halt, wie gesagt, überhaupt nicht mehr, beziehungsweise mich holt es nicht mehr so wirklich ab. Und was soll man auch von einem Film erwarten, der eine seiner Hauptfiguren Deputy so und so nennt? Also wirklich, der Typ steht in den Credits als Deputy so und so. Der hat keinen Namen. Okay. Auch nicht schlecht. Ja. Und überlebt der Junge? Aber wird er auch angesprochen im Film so als Deputy? Der wird einfach gar nicht benannt. Also der wird einfach immer nur mit du, sie oder sonst irgendwas. Ja, aber ob der Junge überlebt? Er wird Jason Voorhees. Mhm. Hm? Reicht das? Ja. So. Jason Voorhees lebt übrigens seit 30 Jahren im Fluss vom Crystal Lake Camp. Okay, im Fluss? Ja. Den habe ich neulich geguckt. Den ersten? Ja. Den originalen? Mhm. Sehr schön. Der ist der beste, das ist für mich die absolute, ihr habt zufällig das die hab Nummer 1 der Slasher-Filme oder Horrorfilme, ist für mich
der erste Freitag der 13. Das habe ich ganz vergessen, das haben wir da gar nicht so drüber geredet, aber letzte Woche war ich ja krank und habe ich ein paar Sachen nachgeholt, unter anderem Last House on the Left, das Original von Wes Craven, weil wir über vorletzte Woche über Wes Craven hier diskutiert haben. Mhm. Unfassbare Scheiße. Ja, ich finde, also unfassbare Scheiße. Der Typ, dass der eine Karriere danach hingelegt hat, ist der Wahnsinn. Ich hatte das selber erlebt. Also wirklich, da kannst du mir auch mit Filmen und was der etabliert hat und so teilweise mit so Benny Hill-Musik mittendrin und so Slapstick-Parts, wo die wie einen lustigen Roadtrip machen und gleichzeitig Schnitt Vergewaltigung, Schnitt völlig absurde Kampfszenen und egal. Aber Freitag der 13. habe ich mir dann auch angeguckt, den ersten Teil, weil ich mir nicht sicher war, ob ich den kannte. Ich habe den vielleicht mal ausschnittsweise gesehen und habe den komplett von Anfang bis Ende gesehen. Und da ist mir aufgefallen, wie gut ich den fand. Der Wahnsinn. Richtig feine Splatter-Effekte. Und klar, heutzutage kennt man natürlich viele Elemente und ist so ein bisschen an dem Punkt, wo du sagst, ja, okay, alles schon gesehen. Aber damals war das so mit Halloween echt. Und ich finde ihn viel besser als Halloween. Und allein dieses Hand unterm Bett vorkommen lassen und das langsam das Ding sich da. Das fand ich sowas, auch gut, ja. Das ist wirklich. Und diese Gummistiefel, der Regen, die auch natürlich unfreiwillig diese Kamerafahrten, das Licht, alles perfekt. Und am Ende, als Jason dann, Spoiler, aber ey, er hatte 30 Jahre Zeit, als Spoiler, als Jason dann quasi aus dem Wasser nochmal kommt, fand ich einen ganz guten. Das hat der Film gar nicht. Ich fand es viel. Ich finde. Ja, aber da war Ende. Ja. Ich finde den so viel besser als die Filme mit Jason. Ich finde die alte, die hat mir so Angst gemacht. Alter Schwede. Oh, ich mag. Ich mag den zweiten, ich mag noch den dritten. Ich fand die auch noch cool. Die werde ich jetzt alle nachholen. Bis zum fünften, finde ich, kann man sich die auch noch als problemlos durchgucken. Ich habe mir mal an einem Wochenende habe ich mir mal alle angeguckt. Ach, da gab es, glaube ich, damals noch Jason Goes to Hell, das war der letzte. Ich habe sie mir alle angeguckt. Und irgendwann wirst du wirklich, du schumpfst so ab. Wirklich, ja, weil es immer das gleiche Schema ist. Ja, ist wirklich immer dieser das einzige Interessante ist immer nur wieder diese Theorie oder irgendwie die Art und Weise, mit der sie Jason zurück ins Camp Crystal Lake holen oder ins Leben rufen oder so. Das ist das Einzige, worin sich diese Filme unterscheiden. Aber ansonsten ist alles das Gleiche. Ich fand so gut im ersten Teil dieses Mädchen, mit dem es quasi auch anfängt, die da durch die Stadt läuft und dann fragt, wo geht's denn hier zum Crystal Lake, und dann trampt sie und die kommt einfach nie an oder so, sondern du siehst eigentlich, du denkst erst, okay, das ist die Hauptrolle und die wird irgendeinen Part spielen oder so, aber nein, im Prinzip ihre Story-Arc ist, dass sie auf dem Weg von irgendwo zu Crystal Lake einfach umgebracht wird. Ja. Fertig. Aber geil mit dieser Ego-Perspektiven-Kamera von der Mörderin, das fand ich so geil gemacht. Auch ja, und dann auch dieser schöne Kehlenschnitt. Ja, super. Das war der Typ, der die Effekte gemacht hat, das ist sehr bekannt. Das ist der Typ, der auch, der später hier, der selber jetzt, der mit der Gürtelschnalle bei Tom Savini. Das Till Dawn, der. Tom Savini. Genau. Echt? Ja. Der ist, oder? Das war der die Effekte gemacht hat? Ich weiß nicht, ob der Tom Savini für Freitag 13 gemacht hat. Auf jeden Fall, ich hab's nur gelesen, dass der Typ aber du musst, wenn du Bock bekannt war. Und war das nicht, wenn du den Flavor magst von Camp Crystal Lake, guck dir mal Wet Hot American Summer an. Ja gut, das kenne ich ja. Ah ja, okay. Aber das ist ja das Gleiche, nur ohne Jason. Genau. Eigentlich genau dasselbe, nur dass halt Jasons Mama So, kommen wir nochmal zurück zu dem letzten verbleibenden Kinostart. Nein, ist ja alles cool. Kommen wir vom Land ins Gebirge, denn diese Woche läuft Everest an. Ein Film, der auf einer wahren Begebenheit beruht aus dem Jahre, ich glaube, 1996. Da sind mal 33 Menschen irgendwie gleichzeitig auf den Gipfel gestiegen oder wollten auf den Gipfel steigen, des Mount Everest. Und nur, ich weiß nicht, 25 oder so kamen auch wieder runter. Ja, den hat es so gut gefallen, die haben oben Star Wars aufgemacht. Wir haben gedacht, komm, bleiben wir hier, siedeln wir uns an. Ja, ist von Balthasar Komakur. Der hat unter anderem Two Guns gemacht mit Mark Wahlberg und Denzel Washington. Ich glaube auch den, was war davor? Jetzt möchte ich nichts verwechseln. Entweder war es Kontraband oder, nee, Safe House war es nicht. Ich glaube, es war Kontraband. Und auch ein Überlebensabenteuer namens The Deep. Ja, hier prominente Gästeliste, Jason Clarke aus Terminator Genisys unter anderem und den ich übrigens ganz gut fand. Zero Dark Thirty, der Jake Gyllenhaal, Josh Brolin, der mittlerweile auch in jedem zweiten Hollywood-Film scheinbar vertreten ist. Der John Hawks aus hier Martha, Marcy, May Marlene, kennt ihr den noch? Oder der hier Benny's World of Liquor quasi, von From Dusk Till Dawn, der Schnapsladenbesitzer am Anfang. Mhm. Robin Wright spielt noch mit als Ehefrau und Keira Knightley und hier der Stamper aus House of Cards. Doug Stamper. Doug Stamper ist auch noch mit dabei. Ja, die sind halt alle, das ist so, die gehören halt alle mit zu diesen Gipfelstürmern, die halt am 1996 da hoch sind und der Film versucht halt jetzt quasi diese ganze Geschichte, dieses
dieser tragischen Besteigung ein bisschen zusammenzufassen, weil es war unter anderem ein Reporter mit da oben, und aber der überlebt hat und der im Nachhinein so ein Sachbuch darüber verfasst hat, und dann gab es aber noch so zwei, drei andere Sachbücher, und die haben halt alle für Kontroversen gesorgt. Also da gab es wohl Streitigkeiten, wie das alles wirklich abgelaufen ist, und Komakur versucht jetzt halt in diesem Film alle möglichen Perspektiven da unterzubringen, weil es gibt halt so drei Teams. Jake Gyllenhaal hat zum Beispiel ein eigenes Team, und dann gibt es glaube ich noch so Südafrikaner, das ist auch noch ein Team, die versuchen halt alle gleichzeitig da hochzugehen. Und ja, es ist, sag ich mal, optisch wie halt auch so inszenatorisch super. Hast du ihn gesehen schon? Ich habe ihn gesehen, ja. Ich will ihn unbedingt sehen. Kann man wirklich absolut nicht. Die Bilder sind fantastisch. Der Aufwand, der betrieben wurde. Das ist Emily Watson, ne? Ist auch dabei. Ja, genau. Der Aufwand, Sam Worthington. Ja, ist auch noch dabei. Der Aufwand, der da betrieben wurde. Ist kein Zufall, dass du den vergessen hast, übrigens. Der Aufwand, der betrieben wurde, ist wirklich einmalig und ist wirklich herausragend, kann man echt machen. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, der Film braucht sehr lange, bis er mal in Fahrt kommt. Der braucht irgendwie 45 Minuten, bis er mal alle Figuren vorgestellt hat und bis es mal so erklärt worden ist, was mit dem Körper passiert, wenn man da auf den Berg steigt und so weiter. Also es dauert schon relativ lange, bis da, sag ich mal, diese Besteigung überhaupt erst in Angriff genommen wird. Und dann hast du da wirklich teilweise in dem Film echte Schwierigkeiten rauszufinden, wer gerade wo ist, was gesagt hat, ja, und wem was passiert ist. Was halt logisch ist, ja. Ich meine, da ist ein Unwetter auf dem Berg, du hast halt Leute, die alle irgendwie dick eingepackt und vermummt sind, weil vor der Kälte so, ja. Und du weißt halt nicht, ob da jetzt gerade in Jake Gyllenhaal irgendwie die Axt in den Berg haut, in John Hawks irgendwie abschmiert oder irgendwie ein Dritter, keine Ahnung, eine Coca-Cola-Fahne erhisst oder sowas. Also das ist alles nur Fallbeispiel. Das sollte jetzt nicht irgendwie... Fallbeispiel. Ja. Ich hab die Doku dazu gesehen, und die können sich natürlich immer schön rausnehmen und so hier bei dem dort, bei Team 2 waren die in dem, ja, Problem. Das kann halt ein Film nicht machen. Das kann der Film halt nicht machen. Und deswegen war das so teilweise, du siehst das und denkst dir, ja, sieht geil aus, ist fies so, aber irgendwie wollte es nicht so richtig an mich ran, was ich ein bisschen schade finde. Also ich habe mich da auch dabei ertappt, dass ich mir irgendwie gedacht habe, oh, wann ist jetzt mal, ne, mach mal zu Ende so, ja. Und ist auch nicht der typische amerikanische Unwetter, Katastrophen, Rettungsmission. Das ist ja schon San Andreas. Genau. Also sowas wie San Andreas sollte man sich. Sowas wie San Andreas darf ich da gar nicht erwarten, aber auch nicht sowas wie Vertical Limit oder sowas, ja. Also das ist schon etwas. Oder auch nicht wie Cliffhanger. Ja. Es ist schon ein etwas anderer, ernstzunehmender, Unglücksfilm. Aber ich sag mal, technisch und von der Optik her wird man in diesem Jahr sehr wenig sehen, was da, sag ich mal, so wuchtig daherkommt und so gut gemacht ist wie das. Also da sind natürlich auch CGI-Aufnahmen und so dabei, aber die sind so cool integriert und gemixt mit, sag ich mal, ich habe B-Roll-Material gesehen, wie die da so am Hang sind und mit Ventilatoren irgendwie den Wind erzeugen. Haben die am echten Mount Everest gedreht? Am echten weiß ich nicht. Ich glaube, in Island haben sie gedreht, das habe ich mal gesehen und so. Aber die waren schon auf guten Höhen und haben halt schon an realen Schauplätzen das versucht darzustellen. Also das ist jetzt keine Studiokulissen oder keine Studioberge, mit denen sie das da irgendwie machen. Also der Realismus in dem Film ist schon gegeben. Und wie gesagt, vielleicht sieht es der eine oder andere anders. Ich hatte, wie gesagt, meine Probleme zu erkennen, wer was wo ist, und dementsprechend fiel es mir auch ein bisschen schwer, so mit den Leuten zu routen. Also das war halt einfach das große Problem. Aber es ist trotzdem ein sehenswerter Film, wenn man auf so Katastrophenfilme steht. So. Ich werde mir auf jeden Fall angucken. Wunderbar. Dann. Ja. Ich würde sagen, wir haben jetzt hier noch 10 Minuten Zeit. Für die News ist es zu wenig. Ja. Aber wir haben eine exklusive Filmszene zu einem Film, zu einem neuen Film von... Wir machen heute aber auch noch ein Spielchen. Wir machen heute auch noch ein Spielchen. Ja? Wir machen heute noch ein Spielchen, aber wir haben eine exklusive Filmszene aus einem Film namens Regression. Das ist ja schon wieder Emma Watson. Genau. Emma Watson. Hier ist es Emma Watson. Regression heißt dieser Film, ist von Alejandro Amenábar, der unter anderem das Meer in mir gemacht hat. Es kann jetzt sein, dass ich den... Und The Others. Ich glaube, ja, das war der, ja. Ja, aber das weiß ich, weil es da oben drüber steht. Sie spielt doch auch mit Daniel Brühl jetzt demnächst in dem Film, ne? Die kann man mit mir ein bisschen spielen. Ja. Da geht es wohl um eine junge Dame. Und ich würde sagen, wir gucken uns einfach erstmal den Trailer an. Ja. Ist eine Szene oder ein Trailer? Wir gucken erst den Trailer, damit wir vielleicht so einen Eindruck gewinnen von dem Film. Und dann gucken wir uns den exklusiven Clip an. Ich finde, damit kann man auf jeden Fall die Zeit gut füllen. Weil ich habe von dem Film noch gar nichts gehört. Ich auch nicht. Aber es ist ein Horrorfilm. Ja? Ich bin Detective Bruce Kenner. Können wir das lauter haben? 14. Regie? Oktober 1990. Wie ist Ihr Name? John Gray. Sagen Sie mir, warum Sie hier sind.
weil ich es getan habe. Er hat alles verdrängt. Die Erinnerungen sind in ihm drin, hinter einer Tür. Wir können den Schlüssel finden und sie freilassen. So provozieren wir eine Regression. Es ist sehr wichtig, dass du uns alles erzählst. Die werden mich töten. Dir wird niemand wehtun, nicht mehr. Mach deinen Kopf ganz frei. Was siehst du da? Es klopft an der Tür. Da ist eine alte Dame. Sie gehen zur Werkstatt meines Vaters. Ich höre sie singen. Alle tragen schwarze Gewänder. Es ist eine schwarze Messe. Jetzt wird man sie auch töten. Ein FBI-Bericht. Da steckt noch mehr dahinter. Ich glaube, ich werde verfolgt. Hast du eine Ahnung, womit wir es hier zu tun haben? Bei diesem Fall habe ich das Gefühl, es steckt weitaus mehr dahinter. Das ist ja richtig oldschool, der Trailer. Hallo? Wer ist da? Das ist fest. Das ist mysteriös. Hören Sie auf zu beten und nennen Sie mir nach! Ich erinnere mich nicht mehr. Zeigt mir eure Gesichter! Ich versuche, die Wahrheit zu finden. Das ist eine Lüge! Das kann nicht real sein. Natürlich ist es nicht real. Gut. Also man könnte jetzt auf Anhieb verteufeln und sagen, oh, ne, Stani, also ist bestimmt so die gleiche... Anstrengend vor allem, habe ich das Gefühl, der Film. Aber ich weiß nicht, ich bin jetzt noch ein bisschen zuversichtlich, weil The Others war schon ein herausragender Grusel- oder Mystery-Film. Und was ich hier so gelesen habe, soll es halt schon so eine Mischung aus Drama, Thriller und aber auch Horror irgendwie sein. Kurz, The Others, war das nicht das mit... Nicole Kidman. Genau, wo sie am Ende... Also mit der Lichtkrankheit, ja. Also sollte man jetzt echt nicht machen, das wäre unfair. I see dead people. Aber man darf sich's von Trailern auch nicht verbocken lassen. Ich bin, glaube ich, auch noch beeinflusst, dass es eine Synchro-Trailer ist und dann so komische... Ja, die man Synchro hat mich auch gerade ein bisschen... Also dieser zerhackte Satz, der wahrscheinlich im Englischen irgendwie flüssiger klingt, aber vielleicht gibt's einen geilen Twist... Also ich muss sagen, was mir halt schon mal gefallen hat, war die Optik. Also es war dieses Düstere, kam schon nicht zu aufgesetzt rüber, sondern halt schön, schön natürlich düster irgendwie. Und wir haben jetzt eine exklusive Filmszene, die dürfen wir vor allen anderen irgendwie zeigen. Und ich würde sagen, die... Das ist das Ende, die Auflösung. Das wäre geil. Falls ihr es nicht richtig mitbekommen habt, sie bezichtigt wohl ihren Vater, schreckliche Dinge getan zu haben und Ethan Hawke und ein Psychiater versuchen halt quasi rauszufinden, was damit auf sich hat und müssen wohl feststellen, dass es dann doch weit darüber hinausgeht. Ja? Also mehr weiß ich jetzt auch nicht. Das ist jetzt wirklich so ein Pressetext, den ich jetzt hier wiedergebe. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal die Szene an. Ja. Können wir die Vollbild haben? Die ist. Wollte nur ihr Hemd hochheben und sie hat Panik gekriegt. Hey Angela, hier ist Bruce. Bruce Kenner. Machst du die Tür auf? Angela, der Doktor untersucht nur dein Brandmal. Was ist das Problem? Wäre es dir lieber, wenn das eine Frau macht? Das ist es nicht. Was dann? Sag's mir, was ist es? Wenn ich's ihnen zeige, dann töten die mich. Jetzt hör mal zu. Hör zu, es ist wirklich überaus wichtig, dass du uns alles erzählst. Okay, wir glauben, dass deine Großmutter... Komm schon, da waren noch mehr Leute mit bemalten Gesichtern. Warum sagst du nicht, dass es so war? Der Teufel ist auf deren Seite. Der Teufel existiert nicht.
Was mir auf jeden Fall auffällt, ist, dass es fast ein Schwarz-Weiß-Film ist. David Fincher-Look, habe ich gedacht. Ja, aber also echt. Es ist leichte bläuliche Filter drauf. Das ist halt. Ich finde es manchmal passt es bei manchen Filmen, aber manchmal ist es auch so ein bisschen billig, um den Film düsterer zu machen, als er eigentlich ist. Kannst du einfach durch so eine Farbgebung ja, schon die Stimmung extrem natürlich beeinflussen. Aber wenn es so ein trister und schrecklicher Film sein soll, finde ich es okay. Es passt halt. Aber ich habe komischerweise auch während des Trailers über die Farbgebung nachgedacht. Ich habe gedacht, David Fincher-Look habe ich gedacht. Ich habe sofort an House of Cards denken müssen. Aber ich muss sagen, ich finde, sehr weit von The Others, vom Look von The Others ist er auch nicht entfernt. Der war auch sehr düster und dunkel gehalten. Ich meine, klar, das ist Bestandteil des Films. Aber das ist ja schon fast schwarz-weiß. Ja, also das war ja wirklich nur noch Grautöne und du bist quasi in einem Krankenhaus, wo ein Mädchen sitzt und du denkst eigentlich, da sollte vielleicht eine andere Lichtstimmung herrschen, damit sie nicht völlig durchdreht. Und dann ist sie, da kannst du sie auch gleich in eine Höhle sperren. Aber gut, ich kann überhaupt kein Urteil erlauben. Reißt mich jetzt nicht so vom Hocker, ist jetzt nichts, was ich mir jetzt ganz oben auf die Liste schreibe. Mehr aber so, ja, Netflix, Maxdom, whatever, was man halt hat. Aber irgendwann, ey, mal gucken, vielleicht ist es ja, wir mal die Kritiken abwarten. Generell bin ich ja schon auch ein Fan von Thrillern mit einem Twist und so. Ja, ich auch. Ich finde vor allem, was mir halt so ein bisschen Hoffnung macht, ist halt Ethan Hawke. Also ich muss sagen, der hat in letzter Zeit doch immer mal wieder so Genrefilme gemacht, die halt entweder unterhaltsam waren, auf eine, sag ich mal, auf dem Couch-Level so, also wo du sagst, ey, das gucke ich mir gerne zu Hause auf dem Fernseher an, oder dann halt wirklich doch auch überraschend waren, ne? Also ich erinnere nur an diesen Predestination, hieß der Predestination? Ja, stimmt. Ja. Weißt du? Also ich meine, das war ein schöner Film, das war halt ein Film, der auch eher so, ja, Direct-to-DVD irgendwie. Macht er ja oft komischerweise, ich finde ja Ethan Hawke auch, egal was der für Erfolge hat, jetzt Boyhood oder so, ne, oder auch den anderen hier, Before Midnight, ich bin ja ein Riesenfan, ist übertrieben, ich bin ja, Training Day ist ja einer meiner absoluten Lieblingsfilme, und ich fand Ethan Hawke schon, ich meine, Explorers, ne? Das ist einer meiner Kindheitserinnerungen. Da ist ein kleiner Bub, da ist er 12 oder so. Ja. Seitdem verfolge ich seine Karriere so ungefähr. Ich mag Ethan Hawke, aber irgendwie ist er nie einer von den ganz Großen, geworden. Er hat auch richtigen Schrott. Hast du diesen Film, wo er so eine Bombe bauen will und dann wird er als Held gefeiert, irgendwie, wo er seinen Arbeitgeber in die Luft jagen will? Meinst du? Oder verwechsel ich den? Du meinst, glaube ich, gerade Christian Slater mit Amok, He Was a Quiet Man? Nee, Amok, Christian Slater, kann auch sein. Wo sein Arbeitskollege quasi Amok läuft, bevor er Amok laufen kann. Genau, sowas. Ja. Ich hab's verwechselt. Das ist ein Wettkampf der Amokläufer. Ja, nee, aber der hat auch zwischendurch hat er mal halt wieder, wie gesagt, so richtigen, ja, schon fast Trash gemacht. Ne? Also, was denn? Getaway zum Beispiel, da musste er mit so einem jungen Mädel durch die Gegend. Wie ist denn der kommt mir bei Netflix gerade immer vor, die Flinte, und ich frag mich mal, ob ich ihn ein, oder auf HBO, glaube ich. Ist der, kann man das hast so du auch? Als schlechten Dinger, ja. Nein, Philipp, ich komm nicht mal besuchen. Ja, komm nicht mal besuchen. Und dann Holland bietet dort. Echt mehr, also doch. Ich meine, Utrecht. Aber ich glaube, ihr habt genau dieselben Sachen, nur bei irgendwelchen anderen Anbietern. Ich glaube, HBO, HBO Now hast du, oder was? Das ist schon geil. Also das haben wir nicht in Deutschland, weil einfach die Filme und Serien einfach lizenzrechtlich überall. Aber ihr habt doch auch Girls und Game of Thrones und solche Sachen. Ja, teilweise. Ja, vieles davon ist auf Sky, ihr weißt, wie teuer es Aber wir haben zum Beispiel nicht Bill Maher, haben wir nicht. Was habt ihr? Bill Maher, wie heißt der? Der hat nämlich auch Real HBO, den habe ich nicht. Wir haben aber Last Week Tonight oder sowas. Das haben wir gar nicht. Weder noch. Ja, okay. Das kann ich mir auf YouTube angucken, fertig. Ja, okay. Ja. Kiffen dürfen wir auch. Ja, Regression. Ich bin vorsichtig optimistisch, aber ich habe schon Bock drauf. Wirklich, ich habe schon Bock drauf, weil ich halt weiß, wie The Others ist und ich mag eigentlich die anderen Filme von ihm auch. Und ich glaube, da ist schon vielleicht ein bisschen mehr Anspruch hinter, weiß ich Wann nicht. Wann kommt der denn überhaupt? 2. 1. Oktober. 1. Oktober ist ja schon. Also ein Halloween. Zu Halloween kommen ja immer die ganzen. Na, es ist 30. Oktober, glaube ich. Aber egal, kommen immer die ganzen Horrorfilme. Genau. Ja. Gut, dann würde ich sagen. Werbung. Machen wir doch mal erstmal Werbung an dieser Stelle. Und nach der Werbung reden wir über die News und wir machen ein tolles Spielchen heute. Ich bestehe darauf, dass wir nicht zu viel Zeit verschleppen, aber ich freue mich richtig auf das Spielchen. Dann bitte halt dich am Riemen, wenn es um Star Wars geht. Ich sag heute doch eh kaum was. Ach, es kommt eine Star Wars News. Ja. Ah, yeah. There goes the game. Out the window. Okay, ja, oder die Anordnung. Bis gleich.